Haftanstalt Butzbach 1985. Das ist Erich Fried, ein berühmter Dichter auf dem Weg ins Gefängnis. Ein Jude, der vor den Nazis geflohen ist, zu Besuch bei einem bundesweit bekannten Neonazi. Sein Name Michael Kühnen. In Haft wegen Verbreitung der Auschwitz-Lüge. Eine ganz seltene Filmaufnahme. 5 Stunden dauert das Gespräch. Der Besuch des alten Herrn ist der Höhepunkt einer bizarren Bekanntschaft. Warum diese Begegnung? Weil ich glaube, dass es besser ist, wenn man mit Menschen spricht, als wenn man sich nur gegenseitig totschlägt. Auch wenn diese Menschen Ansichten haben, die man für ganz verhängnisvoll hält. Außerdem, man muss 2 Dinge unterscheiden. Die Hoffnung, einen Menschen zu beeinflussen. Und das andere, dass man einen Menschen mit einem Menschen sprechen soll, weil er ein Mensch ist, auch wenn man ihn nicht beeinflussen kann. Eine deutsche Freundschaft, der Dichter und der Neonazi. So beschreibt Autor Thomas Wagner in seinem neuen Buch diese geheim gehaltene, gut 3-jährige Beziehung. Zwischen dem streitbaren jüdischen Dichterfürsten Fried und Michael Kühnen, Deutschlands führendem Nazi der 80er Jahre. Der Hitlerverehrer zeigte seinen sogenannten Kühnengruß sogar vor Gericht. Fried war erstmal zum einen sehr neugierig und wollte wissen, wie so jemand denkt und tickt und fühlt. Ihre Geschichte beginnt 1983 mit einer turbulenten Ausgabe der Talkshow 3 nach 9. Hier rauchen nicht nur die Köpfe. Fried und Kühnen sollen eigentlich über das NS-Regime streiten. Ein heftiger Proteststurm verhindert den Auftritt des Neonazis. Dagegen protestiert Erich Fried live in der Sendung, während Kühnen zu Hause zuschaut. Ob man den einladen soll oder nicht, darüber kann man streiten. Wenn man ihn eingeladen hat, ihn auszuladen, ist ganz bestimmt falsch und kleinkariert. Ex-Bundeswehroffizier Kühnen meldet sich unmittelbar nach der Sendung bei Fried. Was folgt, sind Telefonate, das Treffen im Gefängnis und diese 16 Originalbriefe, verwahrt in der österreichischen Nationalbibliothek in Erich Frieds Geburtsstadt Wien. Wenn ich mich erinnere, waren die Briefe von Michael Kühnen länger als die von Fried. Und diese Briefe kennzeichnet ein herzlicher Ton. Der Briefwechsel beginnt im Dezember 1984 und endet im Juni 1987. 2 Schauspieler zitieren aus den bislang unveröffentlichten Briefen. Du bedeutest mir natürlich viel, auch wenn ich dich von etwas überzeugen könnte. Einstweilen nur alles Gute für dein persönliches Schicksal, das mir trotz aller ideologischen Fragen doch keineswegs unwichtig ist. Deine beiden Gedichte haben mich wirklich gerührt. Beide. Ich spüre darin, soweit ich sie kenne natürlich, und viel kenne ich leider nicht, Ehrlichkeit. Und darum vertraue ich ihnen. Mit Nazis reden? Fried hat offenbar keine Bedenken. Einstweilen alles Liebe, dein Erich, schreibt er. Er entwickelt eine Art Vater-Sohn-Verhältnis zu Kühnen. Michael, deine Arbeit, das sind die Auffassungen eines Menschen, der zu wenig Liebe und Wärme gehabt hat. Ich frage mich, wie ich argumentieren wollte, wenn einer von meinen Söhnen so etwas geschrieben hätte. Idealisten können sich achten. Und wenn nötig, ritterlich kämpfen und, wichtiger noch, ritterlich siegen. Ein Ritt auf der Rasierklinge. Kühnen leugnet den Holocaust. Fried verlor Vater und Großmutter, musste vor den Nazis flüchten. Ich sehe das Judenproblem als ein philosophisches und ein machtpolitisches. Das heißt, ich halte jüdisches Denken, Stichworte Paulus, Marx, Freud, für verhängnisvoll und verderblich in der europäischen Geistesgeschichte und will es überwinden. Die Einführung in die NS-Lebensanschauung ist eine Mischung von unverkennbarem gutem Willen mit so vielen falschen Schlüssen, so viel Dogmatik, so vielem verzweifelten Sich-Anklammern an Worte und halbe Gedanken, dass mir ganz schwindelig wird. Beide Briefpartner sind unheilbar krank. Erich Fried leidet an Krebs. Der homosexuelle Kühnen an AIDS. Lieber Michael, mein langes Schweigen hat mehrere Gründe. Der wichtigste, dass ich krank bin
und nun unmittelbar 1 bis 2 Stunden vor einer Krebsoperation. Auch nach deren Gelingen bleibt meine Lebensspanne verkürzt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute für deine Gesundheit. Vielleicht helfen dir die Kubaner ja eher als die Schweden. Alles Gute, Michael. Erich Fried stirbt 1988. Michael Kühnen macht weiter, unbelehrbar bis zu seinem frühen Tod 1991. Das Experiment war gescheitert. Auschwitz stand zwischen ihnen. Der Dichter und der Neonazi. Packende Zeitgeschichte und dazu hochaktuell.